Hallo Team. Cool. Hallo Team, ich bin der Adrian. Ich glaube, die wenigsten, die hier stehen, wissen, wie Krieg wirklich funktioniert. Ich war 5 Jahre lang als Einsatzsoldat in verschiedenen Krisengebieten der Welt. Ich bin schwerstgeschädigt zurückgekommen, seelisch. PTBS bedeutet posttraumatische Belastungsstörung. Ich denke immer an die Zivilisten in diesen Ländern, wo wir Kriege geführt haben. Ja, die sind auch alle schwerst traumatisiert. Der ganze Witz ist, und es ist eine sehr große Insider-Information, ich sage, was ich jetzt sage, auf jeder Demonstration, wo ich spreche, und ich spreche auf einige. Ich habe keinen Schadensersatz von der Bundeswehr und von der Bundesregierung bekommen. Ich habe kein Schmerzensgeld von der Bundesregierung bekommen. Und ich weiß, dass es Tausende von Kameraden der Bundeswehr gibt, die das auch nicht bekommen. Selbst wenn unter euch irgendeiner ist, der vom Verfassungsschutz ist, kein Thema, weil viel habe ich eh nicht zu verlieren. Ich habe mein Leben und meine Seele verloren im Auslandseinsatz. Ich bin hier angetreten, ich danke euch. Jo, stopp, stopp, halt, Kamerad, stopp, stehen bleiben. Das ist Reuners Mikro. Weißt du, was sie mit mir bei der Bundeswehr gemacht haben? Wir haben sie erst beigebracht, wie man Leute irgendwie abknallt, und anschließend hat man mir beibringen wollen, wie man zusammenfliegt, so Leute wie du. Startklar macht wieder zum Abtransport in weiteres Kraft. So eine Scheiße hätte ich beinahe in Sarajevo mit. Frieden brauchen wir. Ja, ich gebe bloß Wollner sein Mikro. Gruß nach Österreich, Grüß nach Schweiz. Ihr hört alle mit, ich höre es, ich höre es beben. Wir stehen hier noch bis 22 Uhr und ich hoffe, wir werden nur noch ein paar mehr. Da drüben stehen Hunderte und die hören mich gerade, wie ich hier schreie. Österreich! Ja, da drüben stehen Tausende von Leuten, die uns hören können. Ich hoffe, sie kommen heute Abend noch mal vorbei. Frieden, Liebe! Ja. So, danke schön. Wie ihr gehört habt, war der Kollege, der Raumkamerad, der Carsten. Ja, ich habe viele Menschen getötet. Definitiv. Ich sehe mich nicht als Mörder, weil den Schuh lasse ich mir nicht zuschieben. Ich habe auf Befehl der NATO-ISAF-Truppen gehandelt. Ich habe auf Befehl von Politikern, verdammten Bankern gehandelt. Die wollten, dass wir Einsatzbefehle ausführen. Die wollten uns schicken. Denen war es auch scheißegal, ob wir abgeknallt werden oder nicht. Ich habe es nur knapp überlegt. Hallo? Ich habe in Afghanistan eine sehr schwere Einsatzverletzung gehabt. Wir sind in meinem Zug, wir sind in den Sprengfall geraten. Ich hatte mindestens 200, 300 Granatsplitter in meinem Rücken. Die sind definitiv operativ entfernt worden. Aber es juckt die Stabsführung der Bundeswehr. Es juckt die Uschi von der Leine. Lachen. Das war ein Running Gag, Mensch, Leute. Schmuff, wir stehen zwar vor einem Weltkrieg, aber es gibt keinen Grund, Trübsal zu blasen. Weil ich weiß, wir antreten werden, wenn wir da drüben die Antifa und die Pegida-Leute überzeugen können, dass wir für Frieden einstehen, ja, dann können wir was dagegen tun. Eigentlich freue ich mich seit Monaten davon, dass hier 20 Millionen Menschen in Deutschland auf die Straße gehen und gegen das System rebellieren. Ja. Ohne Scheiß. Das war vom Kollegen Jörn von dem Nachtwölf. Ein sehr guter Mann. Wir haben uns unterhalten über die Lithium-Uranium-Munition, also über DU-Munition, Uran-Munition. Ich habe jetzt hier unten in meinem Sprunggelenk einen Tumor, oder es kann auch eine Zyste sein. Wie es aussieht, also ich weiß, ich bin auch bestrahlt, aber es hat einen Vorteil, wenn ich abends im Bett liege und mir noch ein Buch lese. Leute, ich brauche gar keine Lampe anmachen, weil ich strahle ja schon von der Uran-Munition. Los! Ja, partiell klatschen 2 Menschen. Lustig. Ja, mein Galgenhumor ist ein bisschen schwarz manchmal. Ich denke, das passt schon. Ich habe viele Kameraden verloren, da lief viel Scheiße ab. Ja? Und ich frage mich immer, wie lange noch? Ja? Die Erde geht kaputt an einem Virus, das man Menschheit nennen kann. Ja? Ich kann es nicht verstehen, oder? Ich war in Mashhad Sharif, ich war in Kabul im Einsatz, ich war 1,5 Jahre im Irak-Einsatz, wo wir ja offiziell nicht waren. Ja? Ich war mit meinem Trupp 1,5 Jahre auch in Afrika in Einsatz. Somalia war definitiv die Hölle. Wobei alle anderen Einsätze auch nicht gerade easy going waren. Aber das ist so das Thema. Kein Mensch fragt uns, ne, wie es uns dabei geht. Ich bin dann einsatzunfähig gewesen nach meinem schweren Zwischenfall, meinen schweren Verletzungen im Einsatz. Und dann, wisst ihr, ist ganz krass, wenn man nicht mehr morgens um 0500, das heißt für zivile Leute hier 5 Uhr morgens, Morgenappell hat, wenn man sein T-Shirt nicht mehr zusammenlegen muss auf A4-Format,
Da fehlt was. Und das ist genau der Punkt. Und im Namen der Demokratie rufe ich alle meine Kameraden der Bundeswehr, des Heeres, der Luftwaffe und der Grenadiere, scheißegal von welchen Einheiten, sobald eure Kommandostrukturen wegfallen und ihr tretet aus der Bundeswehr aus, dann kommen eure Flashbacks, dann kommen eure Traumas. Das war bei mir auch so. Weil du nicht mehr eingespannt bist, weil du nicht mehr voll beschäftigt bist im Dienst, dann kommt er langsam wieder frei. Ich rede jetzt, Jahre später bin ich aus dem Dienst raus, ich rede immer noch Bundeswehrsprache. Ich kriege das auch nicht so einfach weg. Also so Wörter, hey, Zeitansatz, oh, Übersteuerung, Zeitansatz, ja, oder check, mein Kamerad Schenk sagt gerade check. Ja, genau deswegen, genau diese Befehlsstruktur, die kriege ich nicht aus meinem Schädel raus. Ja? Es gibt so verschiedene Wörter, die sind hier oben manifestiert. Hallo, hallo. Oh nein, mein Mikro. Doch, es geht, das hat es Spaß, mein Gott. Weg von der Piazza. Nee, das ist Übersteuerung. Nee, wenn es geht, dann schaltet er aus. Deswegen soll ich ja flüstern. Also auf jeden Fall bin ich sehr, sehr wütend, aber ich bin nicht wütend. Was? Ja? Bin das Erste, das ist auch lustig. Ja? Lustig nicht, aber es war bei der AGA Grundausbildung, allgemeine Grundausbildung, angetreten auf dem Exorzierplatz, Luftwaffe. Und unser Ausbilder hat am ersten Tag gesagt, Männer, wir werden euch nach unseren Prinzipien brechen und nach Militärstrukturen aufbauen. Ich habe damals gelacht, zwei Wochen später wusste ich nicht, bin ich mehr da, der ich davor war. Bitte hört auf mit den Kriegen. Und ich rufe alle meine Kameraden der Bundeswehr, der NATO-Truppen, egal von welchen Ländern und von welchen Truppen, rufe ich auf, legt endlich eure Sturmgewehre nieder. Nehmt endlich eure Dienstausweise, gebt ja, eure Offiziere ja, zurück, verdammte ja. Scheiße. Ne? Wohl. Ich habe 11 Kameraden, das hat der Kamerad Marcel mir erzählt, 11 Kameraden vom Trupp, vom KSK, die in Polen jetzt Dienstausweise zurückgegeben haben an die Dienste. Und gesagt haben, wir wollen nicht mehr in den Einsatz. Und gegen Russland wollen wir auch nicht in den Einsatz. Und bitte, holt die deutschen Bundeswehr oder holt die Bundeswehrsoldaten endgültig. Bitte, bitte, bitte. Uschi von der Leine hatte jetzt den Running mal gecheckt, wa? Ja, ihr Berliner, wa? Ja, das Verteidigungsministerium auf, holt endlich die deutschen Soldaten, holt unsere Kameraden zurück aus diesen scheiß völkerrechtswidrigen Kriegseinsätzen, weil ihr gehört weggeschlossen, ihr scheiß Politiker, ja, wegen Völkermord, ohne Scheiß, wegen Massenmord, verdammt. Und ich bin auf jeden Einzelnen von euch hier. Vielen Dank. Ich habe wohl, wo Weiner das Lied, was ist los in unserem Land, gespielt hat. Da habe ich angefangen, da sind mir Tränen meine Augen runtergeflossen. Ich habe mich hinter die Bühne. Du wirst ja mich nicht auch noch heulen sehen. Wohl, ja, wohl. Und, ja, großer, warte kurz. Und ich danke euch, weil jeder Einzelne, der von euch hier ist, mal 10. Und wir sind hier, ja, wie ich sehe, wenn ich mich so umschaue, mindestens 10.000 bis 10.000 Leute. Danke, Berlin, und ab dafür. Das war ein bisschen Applaus, ich hoffe, ihr habt gehört. So, um 17:30 haben wir noch einen Schmankerl für euch vorbereitet. Der Marcel geht schon mal vor. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Musik hier zum Entspannen. Denn der Frieden kann auch mit Musik zelebriert werden. Hier und ab geht's. Ja,